Ja, 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, den müssen wir natürlich wieder tippen. Und das machen eigentlich Schaffner und ich, Bülow. Wir haben uns heute aber einen prominenten Gasttipper dazu geholt, Tobias Damm, Kapitän des KSV. Am Dienstag erfolgreich gegen Kaiserslautern. Schön erstmal, dass du dabei bist. Vielen Dank. Gerne. Und deswegen tippen wir heute auch HNA gegen KSV. Und da muss es natürlich auch einen Einsatz geben. Wir tippen um eine Alewurst. Und um Sechserträger, haben wir gesagt. Na gut, und Alewurst und Sechserträger. Wenn die HNA besser ist, dann bringt Tobias Damm uns den bei der Arbeit vorbei. Wenn Tobias Damm besser ist, dann bringen wir den hier beim Training vorbei, den Sechserträger und die Alewurst. Und ich denke, damit können wir starten. Freitag, Frankfurt gegen Hamburg, Hamburg gegen Frankfurt. Dann würde ich doch sagen, du beginnst. Hamburg gegen Frankfurt, Freitagabend. Ja, ich beginne. Ja, Hamburg-Frankfurt, sehr interessantes Spiel. Ich gehe davon aus, dass die Hamburger unter dem neuen Trainer ihr Heimspiel gewinnen werden. Von daher mein Tipp, Hamburg-Frankfurt 2:1. 2:1, da gehe ich fast mit. Hamburg hat bisher in 7 Spielen 2 Tore geschossen, sind offensiv so gefährlich wie ein Dalai Lama im Winterschlaf. Aber ich glaube, dass Pierre-Michel Lasogga an diesem Herbstabend seinen 15. Frühling erlebt und vielleicht in Form eines Abstoßes angeschossen wird und das Tor markiert. Hamburg gewinnt 1:0, natürlich völlig unverdient. Dann sag du zuerst mal Darmstadt gegen Wolfsburg. Was denkst du da? Topspiel ja eigentlich, ne? Ja, Darmstadt gegen Wolfsburg, das wird ein Spiel mit wenig Toren, denke ich, auch mit wenig Torraumszenen, meiner Meinung nach. Ich tippe dort einen knappen Sieg der Wolfsburger, auch unter dem neuen Trainer. Und von daher Darmstadt-Wolfsburg 0:1. 0:1, okay. Ja, du hast gesagt, bei Wolfsburg ist jetzt Ismael dabei. 14. gegen 15. Darmstadt gegen Wolfsburg. Und Darmstadt hat schon mehr Tore geschossen als Mario Gomez. Da steht es 5:0. Ganz so deutlich, glaube ich, wird es nicht ausgehen. Ich sage 2:1 für Darmstadt trotzdem. Ich halte dagegen. So, nächstes Spiel. Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Deine Einschätzung bitte zu diesem Topspiel. Meine Einschätzung, zwei Mannschaften, die, glaube ich, sehr viel Respekt voreinander haben werden. Und von daher mein Tipp, ein legendäres 0:0. 0:0. Ich werde im Stadion sein am Samstag und werde mir das angucken. Rune Jahrstein, der Torwart von Hertha, hat aus der Vereins-Homepage angekündigt, dass er sich insbesondere auf die Kopfbälle von Modest konzentrieren wird. Aber Modest, at its best, nimmt einfach den Fuß und macht das 1:0. Und deshalb bleibt der 1. FC Köln Spitzenzweiter. Gut, dann machen wir weiter. Leverkusen gegen Hoffenheim. Was meinst du? Ja, Leverkusen-Hoffenheim, das ist für mich ein Spiel, das kann in alle Richtungen gehen. Vom 0:0 bis zum 4:4. Ich tippe trotzdem auf einen knappen Sieg der Leverkusener und sage 3:2. 3:2, viele Tore. Ja. Gut, meine Einschätzung zu dem Spiel, das ist ein Duell mit sehr viel Tradition, Leverkusen gegen Hoffenheim. Das ist auch so ein bisschen Pillen gegen SAP. Ich sage aber, Bayer schießt momentan keine Tore, deswegen gewinnt Hoffenheim 1:0 in Leverkusen. So, nächstes Spiel wäre dann Freiburg gegen Augsburg. Was sagst du denn da? Freiburg-Augsburg ist ist ein Südgipfel. Ohne Kommentar. Ein 1:1. Ich glaube, also Freiburg hat ja bisher dreimal zu Hause gespielt, dreimal zu Hause gewonnen. Und auswärts haben sie alles verloren. Woran mag das liegen? Das mag natürlich daran liegen, dass der SC Freiburg den kürzesten Platz der Liga hat. Der ist 5 Meter kürzer als alle anderen Plätze. Auch die Augsburger werden damit nicht zurechtkommen und werden deshalb alle Bälle übers Tor schießen, was ja logisch ist. Freiburger lachen sich kaputt und gewinnen locker easy 1:0. Also was ich jetzt schon sagen kann, Schaffner, ist, ich glaube, so fundierte Aussagen wie von Tobi hat man noch nie in unseren Tipps. Also da ist ja wirklich mal Wissen auch dabei. Machen wir auch weiter mit Ingolstadt gegen Dortmund. Ja, die Ingolstädter haben es schwer in der Liga. Ich gehe auch davon aus, dass sie erstmal im Tabellenkeller bleiben werden. Und der BVB gestärkt jetzt durch den Sieg in der Champions League. Denke ich auch, dass sie in der Bundesliga weitere Siege einfahren werden. Von daher ein 3:1 für den BVB. 3:1 BVB, ja. Gut, da gehe ich das erste Mal mit. Da sind wir das erste Mal einer Meinung. Ich sage auch, Dortmund hat zwar mittlerweile, die haben 19 Verletzte, glaube ich. Die treten mit der A-Jugend an gegen Ingolstadt, aber das reicht noch. Und ich sage, die werden sogar 3:0 gewinnen. Kassieren kein Gegentor. Gut, dann machen wir noch weiter. Am Samstagabend haben wir Bayern gegen Gladbach. Das ist ja wirklich mal ein Topspiel mit viel Tradition.
Das ist ein Topspiel mit viel Tradition, das stimmt. Beide Mannschaften mit viel Selbstvertrauen durch die Siege in der Champions League. Ja. Und trotzdem denke ich, dass die Gladbacher nicht nochmal so eine starke Leistung auswärts abrufen können. Ja. Von daher tippe ich da einen klaren Sieg für den FC Bayern mit 3:0. Oh, das ist wirklich klar. Ich sage, Bayern ist in der Champions League zwar wieder auf Kurs, du hast es gesagt, die haben da wieder gewonnen, eindrucksvoll, aber in der Liga nicht. Zwei Unentschieden, das Stadion wird halb leer sein, glaube ich, weil die Fans sagen sich, da, zwei Unentschieden, da gehe ich nicht mehr hin. Deswegen sage ich, Gladbach wird wieder für eine Überraschung sorgen, wird 2:1 in München gewinnen. Ich dachte, der Sonntag gehört jetzt euch beiden nochmal, den macht ihr. Ich reiße es jetzt raus. Am Sonntag spielt erstmal Leipzig gegen Bremen. Was hast du da? Ja, Leipzig wird weiter für Furore sorgen. Und die Bremer jetzt mit dem neuen Trainer auch sehr gute Spiele absolviert. Und trotzdem sage ich Sieg für Leipzig 2:0. 2:0. Das würde ich fast so unterschreiben. Ich glaube auch, dass Bremen, jetzt haben sie gegen Leverkusen letzte Woche zwar gewonnen, aber wenn ich auf dieses Spiel in eine Glaskugel schaue, sehe ich, wäre dieses Spiel ein Goethe-Roman, es wäre die Leiden des jungen Werder. Von Sturm und Drang überhaupt keine Spur, stattdessen Tragödie. Ich glaube auch, dass Leipzig sogar 3:0 gewinnt. Letztes Spiel am Sonntag, Schalke gegen Mainz. Schalke gegen Mainz, ja, da bin ich natürlich für meine Mainzer. Ich als kleiner Mainz-Fan hoffe dann natürlich auf einen Sieg für die Mainzer. Beide noch in der Europa League im Einsatz. Daher tippe ich ein 2:1 für die Mainzer. 2:1 für Mainz? Ja. Ja, ich glaube, da Schalke gegen Mainz, eigentlich eine klare Sache, 1:1. Reimt sich auch. Gut, aber wir wollen nicht rausgehen, ohne vielleicht noch einen Hinweis auf den Samstag zu geben. Ihr spielt auch in Stuttgart gegen die Reserve. Ja. Wieder weite Reise. Läuft momentan gut bei euch. Ich glaube, ihr habt aus den letzten 4 Spielen 8 Punkte geholt. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Was sagst du, wie geht's am Samstag, wie spielt ihr in Stuttgart? Ja, auch wir werden unsere positiven Ergebnisse fortsetzen, das hoffe ich natürlich. Und wünsche mir da ein gutes Spiel erstmal in Stuttgart und tippe da mein Lieblingsergebnis, ein 1:0 für uns. 1:0, perfekt. Da gehen wir, glaube ich, mit. Gehen wir mit. Vielleicht auch wieder mit dem Treffer von Tobi Damm, wie am Dienstag. Wir danken dir auf jeden Fall und abgerechnet wird noch. Wir gucken, wie es ausgeht. Das machen wir.